Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der FIFA News. Ich werde jetzt immer, wenn EA neue News über FIFA 19 veröffentlicht, mich sofort hinsetzen und gleich eine Episode aufnehmen. Natürlich, wenn diese News in der Zeit, in der ich in der Schule bin, veröffentlicht wird, solltet ihr erst am Nachmittag oder Abend eine Folge erwarten. Das heute wird aber noch keine normale Ausgabe der FIFA News. Denn heute quatschen wir zuerst über 5 Leaks und Gerüchte. In den nächsten Folgen werden wir aber auf alle Trailer oder andere News eingehen. Dies können wir aber natürlich live machen. Aber jetzt fangen wir endlich an mit dem, auf das ihr alle gewartet habt. Wie schon vorhin erwähnt, fangen wir heute mit den 5 heißen Leaks und Gerüchten an über FIFA 19. Diese News habe ich alle aus dem Internet heraus. Das Ranking wurde aber von mir bestimmt. Und wir steigern uns dann im Laufe der Folge nach oben. Fangen wir gleich mal mit dem ersten Gerücht an. Kommt die chinesische Liga wirklich in FIFA 19? Schon lange stand diese Liga als großer Wunsch der FIFA-Community fest. Seit FIFA 17 wünschen sich jedes Jahr immer mehr diese Liga, weil immer mehr Legenden wie zum Beispiel Hulk oder noch mehr ihre Karriere dort ausklingen lassen. Diesen Wunsch könnte EA schon auf ihren Zettel geschrieben haben. EA hat sich aber dazu noch nicht öffentlich geäußert. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Gerücht. Kein FIFA 19 für Old-Gen-Konsolen mehr. Dieses Gerücht könnte die Old-Gen-Konsolenspieler verärgern. Schon 2013 sagte EA Sports, wir werden nur noch bis 2017 die FIFA-Reihe für die PlayStation 3 und für die Xbox 360 herstellen. Auch wenn sie jetzt ein FIFA-Spiel mehr bekommen haben, wird jetzt Schluss sein. So viel ich weiß, ist FIFA auf den Old-Gen-Konsolen keine richtige Einnahmequelle mehr für EA Sports, weil die Spieler unzufrieden sind, dass sie nur eine abgespeckte Version der FIFA-Spiele auf den New-Gen-Konsolen bekommen. Das heißt, dass bei ihnen zum Beispiel nicht die Frostbite-Engine dabei ist und dadurch auch der Story-Modus nicht möglich sei. Und das Gameplay den Spielern auf den Konsolen keinen Spaß mehr bereitet. Deshalb wird EA die Produktion der FIFA-Reihe auf den alten Konsolen einstellen. Ob EA die Server offline nehmen wird, kann man noch nicht sagen. Nachdem wir jetzt so lange über das Thema gelabert haben, auch wenn noch ein paar längere kommen, machen wir gleich mit dem dritten Thema weiter. Cristiano Ronaldo ist wieder auf dem Cover von FIFA 19. Vor kurzem postete EA Sports FIFA auf ihrem Social Media dieses Bild, auf dem man das FIFA 19 Logo sieht und den Coverstar Cristiano Ronaldo. Letztes Jahr wurde der Nachfolger von Marco Reus Cristiano Ronaldo. Letztens gingen die Gerüchte um einen neuen Coverstar. Dabei wünschten sich die meisten Mo Salah von Liverpool. Aber EA behält jetzt also CR7 auf dem Cover. Das kann natürlich aber auch gefährlich sein. Letztes Jahr war es bei Pro Evolution Soccer so, dass sie eine Partnerschaft mit Barcelona eingegangen sind. Auf dem Cover von PES 18 wurden dann 5 Spieler von Barca abgebildet, darunter auch Neymar. Doch das war keine gute Entscheidung, denn Neymar wechselte kurz vor Release von PES 18 zu Paris Saint-Germain und so viel ich weiß, wurde dann der Release verschoben und musste dann Luis Suarez dem Cover abbilden. Dies könnte auch zu FIFA 19 mit Ronaldo passieren. Bisher ist noch kein Verbleib bei Real Madrid von ihm sicher und angeblich soll schon Manchester United um eine Rückkehr von Ronaldo sich Gedanken gemacht haben. Das wäre natürlich nicht so gut für EA Sports, wenn auch der Transfer kurz vor Release von FIFA 19 absolviert wird. Denn dann könnte es sein, dass der Release bis Mitte Oktober verschoben wird, wenn FIFA 19 in den letzten Jahren veröffentlicht wird. Ich gebe zu, heute ist es eine sehr lange Laberfolge. Aber ich fange schon mal mit dem Endspurt an, und zwar mit Gerücht 4. Gibt es jetzt endlich dynamisches Wetter in FIFA 19? Das ist ein Thema, über das ich jetzt nicht so lange reden will, weil ihr schon wisst, was es bedeutet. Dynamisches Wetter wünschen sich schon alle seit FIFA 16. Zwar wäre das nicht relevant für den E-Sports-Bereich, aber für alle Karrieremodus-Spieler wäre das eine sehr coole Funktion. Stellt es euch einfach mal vor. Am Anfang des Spiels schüttet es in Strömen
und zur Halbzeit kommt dann wieder die Sonne raus. Und gegen Ende fängt es dann wieder an zu regnen. Ein ähnlicher Wunsch ist auch, dass das Wetter eine Rolle im Gameplay spielt. Also, dass wenn es regnet, der Ball schneller wird. Diese Funktion würde aber auch manche in der Weekend League nicht gefallen. Kommen wir also jetzt zum letzten Gerücht. Und zwar, die Champions League Lizenz ist jetzt endlich in FIFA 19. Es ist soweit. Konami hat vor kurzem die Champions League Lizenz verloren. Konami war jetzt schon so lange im Besitz der Lizenz, dass man sich PES ohne die Champions League kaum mehr vorstellen konnte. Jetzt haben sie aber die Rechte verloren und EA Sports hat sie sich für FIFA geschnappt. Zwar wird die Champions League in Foot nur neue Karten den Spielern geben, aber für mich als Karrieremodus-Spieler ist das eine gute Nachricht. Jetzt muss ich nicht mehr mit diesem Champions Cup auskommen, sondern kann wahrscheinlich mit im echten Overlay internationale Spiele spielen. Ich hoffe, dass EA aus der Lizenz etwas richtig Geiles macht und sie nicht nur das Overlay reinballern und sonst. Es gehen schon Gerüchte rum, dass das Cover etwas mit der Champions League zu tun hat, genauso wie das Menü. Das waren für mich die wichtigsten Gerüchte, die ihr zu FIFA 19 wissen müsst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst einen Like und Abo da. Heute in den Livestream bei mir reinschauen, indem wir den FIFA 19 Reveal Trailer anschauen, könnt ihr auch gerne machen. Aber jetzt mal wirklich, ciao.